Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen die Installation Ihres Eiswürfelbereiters erklären. Packen Sie zuerst das Gerät aus. Nehmen Sie dann das mitgelieferte Zubehör heraus. Lösen Sie nun die Schrauben, mit denen das Gerät auf der Palette befestigt ist. Installieren Sie dann die Füße. Schließen Sie dann den Wasserzulauf sowie Ablaufschlauch am Gerät an. Richten Sie jetzt das Gerät mit Hilfe einer Wasserwaage aus. Schließen Sie dann das Gerät an die Wasserzufuhr sowie Ablauf an. Öffnen Sie dann die Wasserzufuhr. Schließen Sie jetzt das Gerät an den Strom an. Entfernen Sie dann die Transportsicherung und schalten Sie das Gerät ein.